Hallo euch allen, da sind wir wieder bei Madden NFL 19. Wir sind zurück in der Ultimate Code Breaker Challenge. Wir haben die zweite Challenge zu spielen. So, diesmal geht's gegen die Lions. Hot Potato. Also zwei Hidden Objects. Also Hot Potato. Heiße Kartoffel. Heiße Kartoffel jongliert man. Man will sich ja nicht die Finger verbrennen. Ich habe eine Vermutung. Ich denke mal, dass wir jetzt mit unserer Defense vielleicht hier auf dem Platz sein werden. Und Hot Potato heißt, dass wir mit Sicherheit einen Fumble kreieren müssen. Weil das wird Sinn machen. Man kann ja den Ball nicht festhalten, weil ja heiße Kartoffel wird sich ja nicht die Flossen verbrennen. Würde Sinn machen. Also werden wir wohl einen Fumble forcieren müssen. Bin ich mal sehr gespannt, was wir da gleich für eine Konstellation haben. So, zwei Objekte. Tja, das war's mit der Theorie, denn wir sind mit unserer Offense auf dem Feld. Mit der Off. Es gab doch schon mal diese Challenge, wo man einen Fumble. Ich versuche jetzt mal, ob ich einen. Nein, kriegen wir nicht. Es gab doch da diesen Move. Oh, schon weg die Challenge, okay. Ich brauche mal ein bisschen Lauf, ein bisschen Platz. Mit einem Lauf, dann will ich mal diese. Ich kann doch den Ball irgendwie nochmal zurückwerfen, oder? Da gab es doch. Ich weiß nur nicht mehr, welche Taste das war, verdammt. Ich glaube, wir müssen gleich mal ein paar Kombos hier durchprobieren. Einen Fumble zu kreieren. Wenn man ihn nicht braucht, bekommt man ihn. Jede Wette. Die George läuft. Sehr schön. Hat den Ball. Gerade eben mal eben nach hinten geworfen und der O-Line-Spieler hat ihn sogar recovered. Das gibt es ja gar nicht. Aber das muss also gehen. Schauen wir mal, das waren glaube ich R2 und L2 gleichzeitig. Ja, oder auch nicht. Eieieiei, Leute. Wie soll mir denn hier ein Fumble passieren? Das könnte eine längere Angelegenheit werden. Also, ich denke, es wird der Fumble sein. Weil das ist das Einzige, was wirklich Sinn macht. Da ist der Fumble. So, haben wir die Challenge jetzt geschafft? Schauen wir mal. Ah, wir sind auf dem richtigen Weg. Also, Fumble gehört auf jeden Fall dazu. Wir haben den Fumble ja nicht erobert. Der Ball ist unterwegs. Wir haben ihn selbst zurückerobert. Ja, das war's. Also, Fumble und Fumble selbst erobern. Und alles wird gut. Challenge geschafft. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.